diese Position hat vor 2000 Jahren gestimmt. Von daher sollte ich doch eigentlich mittlerweile das Sternzeichen Fische haben. Mhm. Und genau darauf hatte ich keinen Bock. Das ist das Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offener Diskurs. Mein Name ist Fabrice und heute wieder mit am Start der Joshua. Ja, hallo, grüßt euch, hallo. Was haben wir denn heute? Genau, heute sprechen wir über Astrologie, wie der Titel schon sagt. Und zwar haben wir hier ein Video von Unbubble. Das ist ein weiterer Channel von ZDF, wo die tatsächlich das Format 13 Fragen haben und noch ein weiteres Format. Und zwar bei Unbubble haben die immer zwei Personen zu einem bestimmten Thema, die unterschiedliche Perspektiven haben. Die kennen sich nicht und um gewisse Gleichheiten zu schaffen oder so, packen sie die dann in die grünen Anzüge, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann sprechen die über ja, die bisherigen Erlebnisse ihrer Vergangenheit und zu dem tatsächlichen Thema. Jo, und heute haben wir einen Psychologen und Astrologen und dazu einen Astrophysiker. Ja, und an dieser Stelle. Das verspricht Spannung. Genau, genau. Und an dieser Stelle, bevor wir das Video starten, denkt daran, wenn das Video euch gefällt, uns einen Daumen nach oben zu lassen. Falls ihr das Video seht und noch nicht abonniert seid, abonniert den Channel für weitere Videos und. Was wir auch immer ganz gerne sehen, sind Kommentare und Diskussionen zu den jeweiligen Videos. Also, ja. Los. Bringt euch ein. Viel Spaß. Yay. Ich bin Martin, ich bin Psychotherapeut und Astrologe. Ich bin Stefan Hackstein, ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ich habe in Astrophysik, extragalaktische Astrophysik und Kosmologie promoviert und jetzt bin ich Forscher an künstlicher Intelligenz im Weltraum. Ja, die Wissenschaft bedeutet mir, dass ich gelernt habe, wie ich tatsächlich auch in meinem alltäglichen Leben zu Wissen komme und nicht nur zu irgendwelchen Vermutungen, die dann am Ende meistenfalls falsch sind. Menschen kommen zu mir, weil die Fragen haben. Und wenn man dann ins Horoskop guckt, dann kann man zum Beispiel feststellen, dass es zum Beispiel keine gute Zeit ist, um sich selbstständig zu machen oder um sich zu trennen oder um umzuziehen. Jo, jetzt haben wir eine kleine Vorstellung der beiden Personen bekommen. Und an dieser Stelle will ich Joshua direkt fragen. Ja, bitte. Glaubst du an Astrologie? Einmal mehr würde ich mich zwischen die beiden setzen in ihren Meinungen in Bezug auf Astrologie. Also ich glaube, im Gegensatz zu Fabrice, schon, dass der Zeitpunkt, wann und wo du geboren bist, wie die Sterne stehen, dir irgendwie so einen kleinen Push mitgeben können, wo es mit deiner Persönlichkeit hingehen kann. Aber wenn ich die Zeitung aufschlage und dann bei meinem Sternzeichen Stier die tagesaktuelle Horoskop mit Flirtchancen und Erfolgschancen da sehe, da sage ich, das ist Bullshit und das ist ein bisschen Augenwischerei. Aber das schon Sternzeichen gewissen Charakteristiken zugeordnet werden kann, das glaube ich schon ein bisschen. Okay, dann halten wir mal fest. Das bedeutet, vorher, noch, noch glaube ich das. Dass du glaubst, dass wenn zum Beispiel Personen, nennen wir sie jetzt mal Thomas, in Deutschland am 01.01.1990 geboren wurde und die Sterne in einer bestimmten Konstellation gestanden haben, dies einen Einfluss auf seine Persönlichkeit haben kann. Also in Kombination mit Mutter, Vater. Das würde ich auch noch mit ab. Also welches Sternzeichen der Vater hat, welches Sternzeichen die Mutter hat. Ach, das ist ja noch mehr. Und so weiter. Das würde ich auch noch mit dazu bringen. Noch mehr als der eigentliche Ort. Wenn du jetzt das Beispiel aufbringen wirst. Ja, aber wie weit geht das denn hoch bis zu den Großeltern? Wir lassen zwei Kinder nebeneinander, einen Meter voneinander entfernt, auf die Welt kommen. Und die müssten, weil sie ja am selben Ort, zur selben Zeit geboren sind, ja praktisch persönlichkeitsmäßig genau gleich sein. Das glaube ich nicht. Das, also der Faktor Eltern spielt da auch noch mit dazu. Und ja, meinetwegen da auch noch die Großeltern, weil die ja die Eltern in der Hinsicht noch beeinflussen mit ihrer Charakteristik. Also ich meine, gibt es denn nichts, was dich charakteristisch mit deiner Mutter teilt zum Beispiel? Ja, aber das hat mit meiner Mutter zu tun, nicht wann sie geboren wurde. Hä?
Das hat weder damit, wann sie geboren wurde, zu tun, noch wann ich damit geboren wurde, sondern einfach nur, dass meine Mutter ist und das natürlich meine Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung geprägt hat. Ja, da sind wir ja, schon. Logisch, also logisch. Ja, also, aber das dann. Aber es hat doch nichts damit zu tun, wann sie geboren wurde. Weißt du, also das Ding ist halt folgendes. Wir hatten ja schon mal ein paar Mal Gespräche dazu. Es läuft jetzt schon heiß. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, aber weiter. Da kenne ich schon jemand anderen, der keinen Bock hat. Aber okay. Also das Ding ist halt, das, wovon du ausgehst, ist ja keine Kausalität, sondern eine Korrelation. Genau. So, und du bringst in diese Variable, also in diese Gleichung halt ein, die Variable Eltern, Vater und Mutter. Und dazu nimmst du aber deren Sternzeichen. Also, ich würde es jetzt nicht ganz auf eine Stufe stellen, aber genauso wie es eine Rolle spielt, welche Augenfarbe deine Eltern haben, was dann auf deine jetzige Augenfarbe sich runterbezieht, so ein kleines bisschen auch mit Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften. Okay, aber du gehst davon aus, dass die Sternkonstellation das, also auch eine Variable in dieser Gleichung ist, die dich als Person ausmacht. Schon, ja, schon. Okay. Bevor ich jetzt noch viel mehr sage, gucken wir weiter im Video. Und bitte. Ich bin Martin, ich bin Psychotherapeut und Astrologe. Ich bin Stefan Hackstein, also ich habe in extragalaktischer Astrophysik und Kosmologie promoviert. Mein Sternzeichen kenne ich noch, ich bin Wassermann, danach hört es bei mir auf. Die Astrologie ist eine jahrtausende alte Lehre, Wissenschaft. Es wurde früher an Universitäten unterrichtet. Ich betreibe Astrologie nicht, weil ich etwas vorhersagen möchte. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass man in die Tabellen guckt und dann sagt, nächstes Jahr werden Sie einen schönen Mann mit dunklen Haaren kennenlernen. Das ist natürlich Unsinn. Ich glaube nicht, dass die Sterne etwas für uns persönlich auf der persönlichen Ebene ausmachen. Denn die Sterne sind so weit von uns weg, dass das, was an Signal hier von denen bei uns ankommt, heißt es sowieso ziemlich zu vernachlässigen. Ich habe im Laufe meines Astrolebens hunderte, wenn nicht sogar tausend Menschen beraten oder noch mehr. Und ich kann nur sagen, ich lag nie daneben. Was sagst du dazu? Ich versuche mich gerade zu erinnern, in welchem Zusammenhang ich das aufgeschnappt habe. Aber die Leute oder das Klientel, was ja am allerersten zu den Diensten von so einem Astrologen greifen würde, sind ja meistens sehr wohlhabende und auch sehr mächtige Menschen. Halt die Obsession mit einem selbst. Ich glaube, es besteht da eigentlich keine Korrelation bezüglich der Klasse der Person. Es ist nur so, dass häufiger Frauen an Astrologie glauben, als es Männer tun. Aber bezüglich der jeweiligen sozialen Klassen gibt es da keine großen Unterschiede. Ich rede jetzt eher davon, das Geld in die Hand zu nehmen, um eine Stunde zu buchen mit diesem Mann. Das macht natürlich nur jemand, der das Geld hat. Macht natürlich Sinn. Und vor allem dort, wenn du halt zu den Supermächtigen und Superreichen gehst, geht das antiproportional nochmal stärker nach oben. Jeff Bezos soll ja angeblich sowas wie einen Astrologie-Guru haben, der ihm genau auf ihn zugeschnitten sagt, wie die Sterne stehen und wie es geschäftlich ein paar Empfehlungen geben kann, wo ich auch sage, so, also deine Business-Entscheidungen anhand von Sternkonstellationen zu machen, das finde ich, das ist schon krass, das ist schon sehr, sehr wild. Aber ich sehe es halt immer in Form von Charaktereigenschaften und des Seins, was man fühlt, wie man fühlt, und wie man eben so ist. Da eher den Einfluss zu haben. Aber jetzt nicht, heute ist der Tag zum Investieren. Kauf diese Firma jetzt, weil die Sterne stehen gerade gut. Das glaube ich nicht, nein. Okay, gut. Das ist halt etwas, was er zum Beispiel am Anfang gesagt hat. Zum Beispiel, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen oder eben kein Unternehmen zu gründen. Ja, gell. Oder jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Beziehung zu beenden und so weiter und so fort. Also das auf wirtschaftlicher Hinsicht zu handeln. Aber er hat ja auch persönlicher Hinsicht gemeint. Er sagt, die Sterne können sagen, ob es ein guter Zeitpunkt ist, sich zu trennen oder nicht. Das ist ja auch das, was er gesagt hat. Das spüre ich nicht so sehr. Okay, hier, auf jeden Fall steht, also was ich auf Wikipedia hier finde, ist,
Nach Umfragen in einigen westlichen Ländern ist etwa ein Viertel der Bevölkerung davon überzeugt, dass die Astrologie zutreffende Aussagen über Persönlichkeitszüge oder über Ereignisse im Leben eines Menschen treffen kann. So glaubten 2009 etwa 25% der US-Amerikaner an Astrologie, vermischten dies aber mit Reinkarnation und spiritueller Energie. Das in Deutschland ist auch nochmal was anderes. Ja, in Deutschland glaubten 23%, dass Sterne unser Leben beeinflussen, aber nicht die einzigen Einflussfaktoren sind. Und 2%, dass unser Lebensweg einzig von den Sternen bestimmt wird. 38% der Wiener glauben 2017, dass die Beschreibung der eigenen Sternzeichen zumindest eher auf den eigenen Charakter und das Verhalten zutrifft. Okay, und dann noch in anderen Orten. Aber ja. Mhm, ist ja nicht wenig. Einer von vier in den USA oder auch einer von vier in Deutschland. Das macht auch Sinn, wenn du siehst, wie es halt verbreitet ist. Halt selbst normale Tageszeitungen haben eine kleine Horoskop-Ecke und die würden sie nicht dahin setzen, wenn es sich nicht irgendwie lohnen würde für die. Mhm. Und aber gleichzeitig auch irgendwo ein Rückgang. Also es shiftet immer mehr in Richtung Internet. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Du sagtest vorhin, dass du glaubst, dass das Sternzeichen der Eltern auch mitunter einen Einfluss auf deine Persönlichkeit haben, sowie natürlich dein eigenes Sternzeichen. Genau. Okay, jetzt machen wir es mal ziemlich einfach. Wir nehmen Person Thomas in Deutschland mit Mutter Sternzeichen Widder und Vater Sternzeichen Waage. Ja. Und Thomas ist Fische. Wir nehmen genau die gleiche Konstellation dieser Person und nehmen jemanden in den Philippinen beispielsweise namens Raphael oder keine Ahnung, wie auch immer. Die haben ja oft mal spanische Namen. Das ist richtig. So, nehmen wir jetzt mal Raphael. Und genau auch Raphael ist Fische, habe ich gesagt, gell? Mhm. Seine Mutter ist Widder und sein Vater ist Waage. Und die wurden alle am gleichen Tag geboren. Und das ist ja eigentlich gar nicht fair. Sehr wahrscheinlich bei 8 Milliarden Menschen gibt es diese Konstellation wahrscheinlich mehr als nur einmal. Das ist richtig. Also was du mir also damit sagen willst, ist, du lässt es halt schon zu, dass das Sternzeichen der Mutter und des Vaters einen Einfluss auf die Charaktergestaltung des Kindes haben können. Aber das Ort-Ding... Ich glaube, kein Stück daran. Das hast du mir gerade mit der Frage gegeben. Und ja, genau. Ich würde mich genau fragen, was nun einen stärkeren Einfluss hat. Entweder die kulturellen Gegebenheiten, in denen diese Menschen aufwachsen, oder die Sternzeichen. Glaubst du nicht, dass diese Menschen so oder so unterschiedlich sind? Das Ding ist natürlich, Persönlichkeiten sind ja auch sowieso extrem individuell. Es gibt ja nicht irgendwie... Ja. Persönlichkeiten sind ja mannigfaltig. Die Leute aus dem Land sind so, die Leute aus dem Land sind so, das ist ja... Nicht nur das, du kannst es ja auch selbst innerhalb von Deutschland betrachten, dass man über Leute in Düsseldorf andere Dinge sagt, als die Leute über Stuttgart, dass Stuttgarter sehr, sehr knausrig sind und wohingegen Leute in Düsseldorf sehr, sehr posch sind, also sehr hochmäßig sind oder wie auch immer. Das also, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass halt dieser Hang zum Regionalismus und sich eher darüber zu identifizieren, in Deutschland deutlich größer ist als jetzt in Frankreich zum Beispiel, was ja sehr zentralistisch regiert ist. Ja. Für die Zuschauer unter uns, die schon ganz, ganz lange dabei sind, wir hatten mal in einer Podcast-Folge, das heißt Audio Only, hatten wir mal einen Experten da gehabt. Wenn du das nochmal ausbuddeln könntest und da vielleicht ein, zwei Soundbites dazu zuschmeißen kannst. Ich fand das schon sehr interessant, wie der argumentiert hat. Ich kann es jetzt aber jetzt nicht, weil ich glaube, du hast ihm dieselbe Frage gestellt, das mit dem Örtlichen. Natürlich, ja. Genau. Ich kann jetzt mich nicht genau dran erinnern, wie er damit argumentiert hat, aber ich finde schon, jetzt um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, dass das Umfeld, das kulturelle Umfeld, dich da schon deutlich eher prägen kann, als die Ausgangsposition in der Sekunde, wo du geboren wirst, so haben die Sterne dort gestanden.
Ja, ich habe ihm die das gleiche Frage gestellt. Ich habe ihm die gleiche Frage gestellt. Das Ding ist, ich habe jetzt seine Antwort nicht mehr genau im Sinn. Und er hat ja auch meine Karten gelegt und so weiter und so fort. Und hat ja natürlich und dann schon mal waren erklärt. Schon ein paar Sachen dabei, die waren gut. Aber da waren doch ein paar Sachen dabei, die waren daneben. Es ist logisch. Es ist logisch, dass Sachen stimmen. Weil ich natürlich auch, ich könnte eine fremde Frau auf der Straße ansprechen und könnte wahrscheinlich genauso über sie einige Dinge sagen. Ich kann fragen, was ist dein Sternzeichen? Und dann sagen, ach, du bist bestimmt eine Person, die sich gut um andere kümmert. Verstehst du? Das, oh, du bist eine Person. Das nennt man Cold Reading. Ja, du, aber das meine ich. Wenn du zu einer Masse sprichst, zum Beispiel, John Oliver hat mal ein Bit gemacht über halt Mediums, was ja nochmal Astrologie plus Betrug, also offensichtlicher Betrug, um drauf ist, die sich da für viel Geld bezahlen lassen, um dann Kontakt zu den Toten aufzubauen. Okay. Das ist immer eine andere Geschichte. Und den Kram. Aber da war zum Beispiel, war der vor 500 Leuten und hat gefragt, ist hier jemand mit einem Verwandten, mit einem irischen Namen, mit einem O'Flanagan? Genau, und das Ding ist, in der das Ecke Prinzip in Long Island war ein Fünftel der Leute irische Einwanderer. Also natürlich wirst du in dem Raum jemanden finden, der O'Flanagan oder O'Shea oder sonst irgendwas heißt. Ja, das ist ja genau das Ding. Das ist, als würde ich nach Vietnam gehen und sagen, ist hier jemand im Raum, der Nguyen heißt? Da gehen weißt du? Oder hier in Deutschland, ist hier jemand, der Schneider heißt? Müller. So, oder Müller, ja. Das ist nämlich genau das Ding. Also, wenn du natürlich Eigenschaften nimmst von einer Person, besonders vor allen Dingen positive Eigenschaften, werden sich sehr viele Leute damit identifizieren können. Dementsprechend ist es nicht schwierig, dann wirklich auch wirklich dann die richtigen Treffer zu landen. Wohingegen es aber oftmals tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen gab, ob es eine Korrelation bezüglich der Sternkonstellation und Persönlichkeiten gibt. Und es wurde keinerlei Korrelation gefunden in keiner der bisherigen Studien, die dazu gemacht wurden. Es gibt auch bei Cut, glaube ich, bei Cut gibt es ein Video, wo ein Astrologe dann einen Haufen von Leute hat und er sagt, der soll dann halt die Sternzeichen erraten. Und er hat nicht einmal die Hälfte der Sternzeichen richtig erraten. So, wo ich mir denke, wenn jemand sich als Experte in dieser Hinsicht betrachtet, müsste er doch wenigstens eine etwas höhere Trefferquote haben als die Hälfte. Aber ich will auch nicht wieder zu viel vorwegnehmen. Schauen wir uns noch ein bisschen was in dem Video an. Können wir gerne mal ausprobieren. Das wäre jetzt absolut mein erstes Angebot gewesen. Ja, ja. Sagen. Also wenn ich jetzt deine Daten hätte, dann könnte ich das aufrufen und dann könnte ich dir was darüber erzählen. Denn also nur zu wissen, man ist Wassermann, ist natürlich erstmal nicht so trennscharf. Und also natürlich sind Menschen viel komplexer, als dass wir in 1 von 12 Mustern fallen. Eine Problematik, die ich halt dabei sehe, du hast es als Wissenschaft bezeichnet und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass es keine Aussagen macht, keine direkten Aussagen. Und ich sehe halt eigentlich die Wissenschaft schon so, dass man da versucht, Aussagen aus dem, was man aus der Welt beobachtet, heraus zu essenzieren und dann so tatsächliche Aussagen zu machen, um dann für die Zukunft Vorhersagen zu machen, denen man mit großer Sicherheit glauben kann oder in der Physik sogar mit zu 100% glauben kann. Aber genau das ist ja der schmale Grat, auf dem ich mich bewege. Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Wissenschaft. Es gibt Leute, die sagen, es ist keine Wissenschaft. Für mich ist das gar nicht so wichtig in meinem Alltag. So, als erstes muss natürlich geklärt werden, was ist eine Wissenschaft? Also es gibt ja eine klare Definition dieses Begriffs. Dementsprechend muss man halt schauen, ob Astrologie halt darunter fällt. Also ich weiß, dass es halt keine ist, obwohl die sich teils als Wissenschaft halt bezeichnet. Aber das macht die Homöopathie auch. Ja, auch das ist halt. Das ist, weißt du was? Das ist der Bruder der Astrologie in Bezug auf Medizin. Im Grunde genommen schon. Und aber das Problem, was ich bei Astrologie, ich finde, das ist relativ harmlos. Ja. Es gibt den Leuten ein gutes Gefühl, ne? Und das soll mir auch recht sein. Aber Homöopathie, so besonders bei Leuten, die halt in Verzweiflung von bestimmten Krankheiten, ob es jetzt besonders üble Sachen wie Krebs sind oder so, dann zu solchen Leuten gehen und sich irgendwelche Sachen verschreiben lassen und dann aber eben nicht mehr zu dem Onkologen gehen und dann am Ende sterben oder so. Davon gibt es ja zig Geschichten. Ja, wo Leute halt in der Verzweiflung nicht wissen, was sie machen sollen. Ich meine, wenn der Arzt dir natürlich sagt, naja, viertes Stadium, keine Ahnung was, und da wir können da nicht mehr viel machen, wir können da nicht mehr viel machen, ah ja, ist klar, dann kannst du auch jetzt probieren, was halt geht.
Aber wenn natürlich du irgendwie das Gefühl hast, oh ja, die böse Pharmaindustrie und die bösen Ärzte, die wollen mich nicht heilen und dieses ganze Gelaber. Genau, das ganze Gelaber von wegen, ja, die wollen uns alle Krankheiten, weil es ist teuer, also es bringt den Unternehmen mehr Geld, einen Patienten lebenslang zu behandeln, als ihn zu heilen, bla 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 bla. Dann ist natürlich, wenn du auf so einen Quatsch halt reinfällst, dann ist es natürlich einfach, eher auf alternative Medizin zurückzugreifen und so. Das Ding ist halt, ich habe folgende Meinung dazu, auch wenn es jetzt ein bisschen was anderes ist. Ich denke mal, der Großteil aller Ärzte und so, die wollen natürlich nur das Beste für die Menschen haben, sonst würden die nicht Ärzte sein. Das würde ich auch behaupten. Aber es gibt da, wie auch in allen anderen Aspekten des Lebens und Wirtschaftszweigen und Wissenschaften und so, schwarze Schafe und Leute, die halt einfach nur profitgierig sind. Es gibt Pharmaunternehmen, die einfach Menschen ausnutzen. Versicherungen. Ja, auch. Die Menschen ausnutzen. Mit Networks. Das ist vor allem in den USA ist das ganz, ganz schlimm. Ja. Also, aber das Wort hier, die Definition von Wissenschaft ist, das Wort Wissenschaft bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens, der Erkenntnisse und Erfahrungen einer Zeitepoche, welches systematisch erweitert, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Also ist, ja, wenn man das so sieht, nach der Definition könnte man sagen, dass Astrologie irgendwo eine Wissenschaft ist, weil es ist menschliches Wissen, es ist Erkenntnis, die nicht wirklich bewiesen ist, hat Erfahrung mit einer Zeitepoche zu tun, ich weiß nicht, ob es systematisch erweitert wird, aber kann gut sein. Gesammelt wird, irgendwo aufbewahrt, in Büchern. Und es wird auch gelehrt, scheinbar, wie der sagt. Und was auch immer tradiert bedeutet. Ich hatte letztens erst mit einem sehr guten Freund von mir eine ähnliche Diskussion gehabt darüber, ob Darts ein Sport ist. Und ähnlich, ich würde das so ein bisschen ähnlich sehen. So, es tickt die allermeisten Sachen, die Grunddefinition als Wissenschaft für Astrologie oder Sport beim Dart treffen, aber ich kann Leute verstehen, die das Gegenteil oder vom Gegenteil überzeugt sind, dass Darts kein Sport ist oder dass Astrologie keine Wissenschaft ist. Oder eben also doch. Hier steht, unter dem Begriff Sport werden verschiedene Betätigungsformen zusammengefasst, die meist, aber nicht ausschließlich, beispielsweise Schachsport, im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten des Menschen stehen. Sie haben häufig einen Spiel- und Wettkampfcharakter. Also Spiel- und Wettkampfcharakter, das ist eher auch Definition von Sport. Also Sport ist nicht reine körperliche Betätigung. Dementsprechend steht auch Schach dazu und damit auch Dart. Aber wenn jemand sagt, ich bin sportlich und das in sein Tinder-Profil schreibt, dann geht jemand davon aus, der das liest, wahrscheinlich ins Fitnessstudio, spielst Fußball, Basketball, sonst irgendwas und nicht, dass du ein dickbäuchiger Dartspieler bist. Was die meisten Dartspieler ja scheinbar auch sind, ne? Das stimmt. Es gibt die ein oder anderen schon trainierteren, aber und den ein oder anderen schlanken auch, aber der Durchschnitt ist ein bisschen eher so das hier. Und das andere ist, weil du sagst, ich mache keine Aussagen, auf der anderen Seite, wenn du allgemeingültige Aussagen treffen willst, kann das ja schon nicht sein. Denn jeder hat natürlich sein ganz eigenes Horoskop und in dem Moment, in dem ich sagen will, alle Krebse nächsten Monat haben das und das vor der Nase, dann kann das ja nicht sein, weil jeder Mensch einen anderen Aszendenten hat, ein anderes Mondzeichen. Das ist ja wirklich sehr ausdifferenziert. Sorry, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte da mal einhaken. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, 10 Menschen habe, die alle Wassermann sind. Nee, Wassermann ist mir jetzt zu grob, sondern die alle in exakt der gleichen Minute geboren sind. Das heißt, sie haben den gleichen Aszendenten, das gleiche Mondzeichen, sind vielleicht auch sogar noch im gleichen Krankenhaus geboren. Dann haben trotzdem diese 10 Leute immer noch ein unterschiedliches Horoskop. Nein, das Horoskop ist dann natürlich identisch. Das sind sozusagen astrologische Zwillinge. Aber wie sich die Planeten, wie sich die Anlagen auswirken, das kann bei jedem Menschen etwas anders sein. Zum Beispiel Thema, nehmen wir mal Mond. Mhm. Ja, Mond hat viel damit zu tun, wie unser Verhältnis zu einer Mutterfigur ist. Und es kann zum Beispiel sein, dass eine Person mit der Mutter eine Situation hat, die sehr kompetitiv ist. Mhm. Der nächste hat vielleicht ein Mutterthema und die Mutter war gar nicht da. Ist vielleicht ein Waisenkind oder so. Und an dieser Stelle, das habe ich zwar nicht mit drin im Video, er hat erzählt, dass seine Mutter früh gestorben ist. Der andere.
Der andere, okay. Ja, ja. Ja. So. Ja, warte, jetzt. Und der Kerl ist Psychologe. Der Kerl ist Psychologe. Jetzt lass ihn doch mal fertig reden. Okay. Dieser Mensch hat sozusagen eine Idee von, wie die biologische Mutter war oder wie er gern eine Mutter gehabt hätte und arbeitet sich daran ab. Und diese Information, die brauche ich natürlich. Deshalb, also wenn ein Mensch zu mir kommt zu einer Beratung, dann gehe ich eigentlich hin und sage, du hast das und das Leben gehabt, die und die Kindheit, das kann ich mir nicht anmaßen. Jetzt würde ich mal die in den Raum stellen, dass jeder irgendein Thema mit seiner Mutter hat und du musst dann nur 10 Minuten bohren und dann wirst du irgendein Thema finden, was sie haben. Wenn das nach unserem System hier ein Problem mit meiner Mutter habe, dann habe ich vielleicht im Chinesischen ein Problem mit meinem Vater und bei den Mayas bin ich eigentlich finanziell erfolgreich. Ich denke, fast jeder hat irgendein Problem mit seiner Mutter, fast jeder hat irgendein Problem mit seinem Vater. Und jeder wäre ganz gerne auch finanziell erfolgreich. Nein, also so indifferent meine ich das nicht, sondern ich würde mir was raussuchen. Zum Beispiel der Mond ist in einem Zeichen, sagen wir Mond in Fische. Mond in Fische findet man oft bei Menschen, die mit der Mutter nicht richtig eine Symbiose vollziehen konnten, sondern die Mutter blieb irgendwie diffus. Und das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Ich habe dann schon so ein Filtersystem, durch das das durchgeht. Das engt sozusagen den Interpretationsspielraum ein. Das ist so ein Quatsch, was er erzählt. Es ist, da sind wir wirklich, also Oberkörper tief in der Materie drin. Und da sage ich auch so ein bisschen so, Mondzeichen, Aszendent. Also, das Ding ist, er findet ja auch für jede, es ist wie Verschwörungstheorien, er findet für jede logische Frage, die er hat, die andere hat, ein Gegenargument. Irgendwie, ah ja, das ist ja noch da und das hier auch noch. Aber ist es nicht schön? Das macht ja dann im Endeffekt keinen Sinn. Aber ist es nicht schön, dass es eines der wenigen Male, dass bei so einem öffentlich-rechtlichen Format für YouTube, wo Leute zwei unterschiedliche Meinungen haben, sie sich nicht mit verschränkten Armen gegenüberstehen und sich auf Anhieb ultra scheiße finden, sondern dass wirklich sie sich beide gegenseitig zuhören. Merkt und euch das, was Joshua jetzt gesagt hat. Genau. Im nächsten Clip. Ich hab's noch nicht gesehen. Weißt du, ob das systematisch einmal überprüft wurde? Also wir nehmen einfach mal 1000 Leute und gucken, ob das tatsächlich bei allen hundertprozentig dann trifft, dass sie, also in dem Fall jetzt, dass sie ein Problem mit ihrer Mutter haben. Wobei ich halt immer noch meine, dass mindestens 40% der Leute ein solches Problem mit ihrer Mutter haben. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du mal in deine Vergangenheit schaust, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fast immer richtig gelegen hast damit. Allerdings ist das halt eine statistische Normalität. Das ist jetzt nichts, was besonders die Astrologie auszeichnet. Ich hätte es auch ohne irgendetwas von Astrologie wissen zu können, hätte ich das quasi auch reproduzieren können. Ich habe ja selber so und so viele Menschen beraten und bestimmte Themen kommen mir immer wieder entgegen. Dann sage ich, aha. Sind da quasi die Tierkreiszeichen, die Sonnenzeichen, die wir haben, sind ja quasi in den gleichen Monaten gelegen, wie sie schon vor 1000 oder 2000 Jahren waren. Allerdings haben wir das Problem, dass wir durch die Präzession der Erde ändert sich halt dieses Sternenbild. Diese Position hat vor 2000 Jahren gestimmt. Mittlerweile, wenn ich Wassermann bin, dann ist eigentlich zu meiner Geburt die Sonne in, ich weiß es nicht, ich glaube in Fische gestanden. Von daher sollte ich doch eigentlich mittlerweile das Sternzeichen Fische haben. Zum Beispiel ist deswegen und genau darauf hatte ich keinen Bock. Das ist das Problem. Weil das wirklich, das ist wieder eine ganz andere Richtung. Ne? Und das ist, also ich bin halt kein, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Psychologe. Oh, wir haben 30 Minuten in meiner Kamera. Ich habe vorher extra gefragt, ist das jemand, der offen ist oder jemand, der auf Krawall gebürstet ist und wo ich sozusagen mich rechtfertigen muss, dass ich Astrologe bin und sagen muss, das ist so und so und so. Ich bin absolut nicht auf Krawall gebürstet. Also egal, welche Fragen ich auch immer dir stelle, es geht auf jeden Fall nicht gegen deine Person. Da ich halt die Wissenschaft kenne und also die wissenschaftliche Methode vor allen Dingen, die uns dabei hilft, tatsächlich zu Wahrheiten zu kommen, wenn ich dann etwas höre, was quasi einen ähnlichen Anspruch hat, aber gerade nicht dieser Methode folgt, das heißt, anfällig ist für verschiedene Fehler, die dann dabei vorkommen können. Kennst du vielleicht zum Beispiel, du hast dir ein neues Auto gekauft und auf einmal siehst du überall in den Straßen, siehst du genau dieses Auto fahren. Prinzipiell sind es genauso viel wie vorher, nur deine Beobachtung neigt sich halt eher dazu, sie etwas größer zu gewichten. Also ich glaube, gerade die Astrologie ist besonders anfällig dafür, dass man von außen drauf guckt und sagt, hey, das ist doch alles Bullshit, das lässt sich doch gar nicht beweisen und so.
Also Psychologie ist übrigens auch eine Wissenschaft. Das ist ja ein Gespräch, was richtig lebt. Weißt du, was das Witzige also, ist? Ja. Was Witzige ist, dass einige Module eines Psychologiestudiums ja sehr ähnlich dem eines BWL-Studiums sind, wie zum Beispiel Statistik oder so. Das heißt also, ja. Die haben etwas andere Form von Statistik, aber ich habe zum Beispiel deskriptive Statistik gehabt, also beschreibende Statistik, also du hast in einer Menge so und so und was ist der Erwartungswert von dies und tralalalala. Oder was ist der Durchschnitt von den Gehältern, schieß mich tot, wer Median und so weiter und so fort, ganz, ganz grob. Und dann gibt es zum Beispiel induktive Statistik, was halt mehr da reingeht mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du hast 9 Kugeln, 3 davon sind schwarz, 4 davon sind blau, bla bla bla, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine ziehst, ne? Die einzige Art von Mathe, die mich richtig interessiert hat, die mich richtig hook gemacht hat, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Genau, und das Witzige ist, dass auch er eigentlich in vielerlei Hinsicht solche Sachen kennen muss, weil auch er sich mit, wie heißt es, mit Sachen mit Korrelation, Kausalität oder mit, wie heißt es nochmal? Heißt es Korrelationsanalyse? Korrelationsanalyse? Warte mal. Hier googelt der Chef noch selbst. Live-Googling. Dem Wissen auf der Spur. Also er muss sich dementsprechend auch mit Dingen auskennen, wie zum Beispiel Korrelationsanalysen. Ne? Und deswegen wundert es mich extrem, dass er halt dann diese Art und Weise nutzt, um sich rechtzufertigen und sagt so, ja, wahrscheinlich hat er einfach gehofft, dass jemand ist, der sagt, oh cool, erzähl mir mehr. Und nicht jemand, der da hinkommt. So jemand und dann wie sagt, ich. Ja, ja, genau. Und nicht jemand, der dann hinkommt und ihn da natürlich logische Sachen halt vorwirft und sagt. Aber du hast es verstanden? Du hast es verstanden mit der Präzision der Erde? Das hab ich verstanden. Aber wie er ihn bezichtigt, halt auf Krawall gebürstet zu sein. Also das Ding ist, die Gegenargumente, die Fragen gefallen ihm nicht, weil er merkt, das ist seine ganze Welt, die er sich da geschaffen hat, bröckelt. Und das nicht mal bröckelt, sondern zerbricht. So, allein schon, wie gesagt, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich. Also mit der Präzision der Erde, es ist klar, wie das gemeint ist, weil die Erde sich ja in einer Ellipse um die Sonne dreht, ne? Ja. Genau. So, also falls ihr das nicht so ganz verstanden habt, ihr müsst euch vorstellen, das hier, meine Faust ist die Sonne und hier mein Zeigefinger ist die Erde. Und die Erde dreht sich ja nicht in einem genauen Kreis um die Sonne, sondern in einer Ellipse, wie so ein Oval in der Art. Und die ist nicht immer im gleichen Abstand zur Sonne, sondern verschiebt sich immer so ein bisschen. Also im Juli zum Beispiel ist die Erde von der Sonne entfernt. So, und über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg hat sich das immer minimal verschoben, der Abstand. Also am 15. Juli im Jahr 0 ist der Abstand zur Sonne ein bisschen anders gewesen als am 15. Juli 2022. So könnt ihr euch das vorstellen. Dementsprechend hat sich das ganze Sternzeichensystem sowieso komplett verändert. Und ich finde die Frage, warum benutzt ihr einen jahrtausendenalten Standard, der nicht mehr aktuell ist, ist eine völlig legitime Frage. Ja, und dann zu sagen, so, jetzt haben wir hier schon wieder jemanden, der auf Krawall gebürstet ist. Also wenn es die Intention von diesen Professoren gewesen wäre, so einen richtigen Gacha-Moment aus dem Astrologen rauszubekommen, so, deine gesamte Wissenschaft ist scheiße und dann alles, was du glaubst, ist gelogen und so weiter, dann hätte er noch 2, 3 viel, viel größere Chancen gehabt und so weiter. Aber direkt bei dem Erstbesten die Arme zu verschränken und sagt, nee, das gefällt mir nicht, gib mir noch mal 30 Sekunden von dem. Okay. Ja. Geht er raus aus dem Studio, läuft er raus? Nee, der bleibt schreibt da. Also jetzt hast du schon verraten. Also die Kommentare? Ich hätte jetzt gesagt, schreibt in die Kommentare, ob er bleibt oder ob er rausgeht. Aber er bleibt, deswegen. Ja, also in den Kommentaren sieht man auch, dass die Leute einstimmig unserem Astrophysiker zustimmen, von wegen, er stellt kritische Fragen. Und daraufhin reagiert der Martin halt sehr, sehr empfindlich und sehr, sehr beleidigt, was halt schon ein bisschen lachhaft ist, weil normalerweise, wenn du von etwas so sehr überzeugt bist, dann solltest du nicht beleidigt sein, wenn jemand diese Dinge hinterfragt. Ich hatte ja auch mit dem Christian geschrieben, gesprochen, hat mir einen Podcast gehabt bezüglich Religion und so weiter und so fort. Was übrigens eine sehr, sehr gute Folge ist, empfehle ich. Ja, würde ich auch empfehlen.
Und das Ding ist, ich habe ihn natürlich, obwohl ich selber gläubig bin, in einer gewissen Art und Weise, habe ich auch viele Dinge, die er glaubt, hinterfragt. Ich meine, meinst du nicht, dass das keinen Sinn macht, zum Beispiel mit Adam und Eva, dass sie die ersten Menschen sind und aus denen alle entstanden sind und so weiter und so fort? Und ja, er hat auch immer auf alles irgendwie eine Antwort gehabt und so, die aber nochmal ein bisschen logischer waren und so. Aber ich dachte, okay, gut. Ja. Aber das Ding ist, es ist halt Glaube. So, und das Ding ist, mit Astrologie, man kann zumindest versuchen zu gucken, ob diese Dinge wirklich eine Korrelation auf unsere Persönlichkeit haben oder eben nicht. So, und es wurde halt nie bewiesen, dass es das geht. Bei Religion ist halt ein bisschen schwieriger, weil die Existenz Gottes, also beziehungsweise die Non-Existenz Gottes nicht möglich ist. Man kann nämlich ein Negativum nicht beweisen. So, dementsprechend, ja, würde ich da auf jeden Fall nochmal differenzieren. Aber ich denke mal, im besten Fall, wenn euch noch mehr interessiert, was in dem Video gelaufen ist, schaut euch das Video einfach mal selber mal an und bildet euch eure eigene Meinung dazu. Und wir würden sehr gerne von euch hören, glaubt ihr an Astrologie oder so wie Joshua? Oder seid ihr auch ein bisschen jemand, oder von mir aus ein bisschen, oder seid ihr auch der Meinung wie ich, dass die Konstellation der Sterne und Sonne und Monde und was auch immer nie einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben und einzig allein natürlich Genetik, unsere Umwelt und die Erziehung einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben, so wie ich das glaube. Also, lasst es uns wissen. Wir hören uns bis zum nächsten Video. Bis bald. Macht's gut, ciao.